Ich mache einfach nur mal ein kurzes Update-Video, wie der Stand gerade so bei mir ist. Und noch ein Shuttle-Up, was gescheitert ist bei 97%. Okay. Naja, Kronis habe ich nicht mehr. Also mein Stand ist immer so bei 0,00. Aber Hauptsache, ich komme im Event weiter. Wie sieht's denn da so aus? Ah, dauert noch. Sag nicht, mein Platz ist weiter abgesunken. Doch, Mist. Mist, Mist, Mist. Es dauert noch so lange. Auch bis meine Reise. Bis ich sie zurückhole. Und bis ich dadurch wieder Kronis kriege, um sie zu verballern, um Tickets zu kriegen fürs Event. Also wenn noch mal so ein Event ist und ich das frühzeitig weiß, dann versuche ich auch damit mindestens 10 bis 12.000 Kronis reinzugehen, weil das ist, glaube ich, sinnvoller dann, wenn man eine gute Platzierung haben will. Was auch, es ist auch eigentlich recht einfach, wenn man viele Kronis hat, eine gute Platzierung zu kriegen. Anders als beim Basteln oder so, wo du halt auch. Also ich finde das jetzt besser als Basteln. Beim Basteln musst du halt immer warten und gucken und dann passiert es nicht. Und da kannst du dich sozusagen einfach nur durchklicken. Ist zwar von der Handhabe ziemlich langweilig, aber wenn man eine Platzierung will, ist das ziemlich gut. Was ist sonst noch passiert? Ich habe die jetzt unsterblich gemacht. Pika habe ich auf 100 gemacht. Sonst sitze ich gerade an der dran. Also an den Troys sitze ich gerade dran. Ein Q ist ein bisschen scheiße, wie man sieht. Aber naja. An die setze ich mich vielleicht auch nochmal dran. Ich weiß es noch nicht. Und ich soll mich halt an den ransetzen, aber weiß ich auch noch nicht genau, was ich da mache. Ich muss, glaube ich, nach dem Event erstmal Kronis sparen. Also werde ich dann erstmal nichts machen. Außer abwarten. Und schön Reisen schicken. Kontinuierlich. Mehr ist jetzt erstmal nicht los.